Willkommen zurück, ich bin Gordon und in dieser Folge geht's um die Wiederladepresse Lockenlot AP von Hornady. Wer sich schon ein wenig umgeschaut hat, weiß, dass es ja hunderte verschiedene Wiederladepressen in allen erdenklichen Ausführungen gibt und man als Anfänger ja quasi überhaupt nicht weiß, was man sich nun kaufen kann. Wie meine Erfahrungen dazu aussehen, habe ich ja bereits in der Folge Wiederladen für Anfänger, welche Presse dokumentiert. Wer die Folge noch nicht gesehen hat, findet einen Link unten in der Beschreibung. In dieser Folge geht's mehr um eine Langzeiterfahrung mit der Presse und einzelne technische Aspekte zu dem Ding. Natürlich gab es auch kleinere Problemchen und ich zeige euch meine Kniffe und Lösungen dafür. Fangen wir mal an. Die Lockenlot AP ist eine sogenannte progressive Mehrstationenpresse. Solche Pressen unterscheiden sich von Einzelstationenpressen und einfachen Mehrstationenpressen dadurch, dass sie auf dem Pressenstempel einen rotierenden Tisch haben, welcher sich bei der Hebelbewegung automatisch um eine Station weiterdreht. Im oberen Teil der Presse sitzen die ganzen Matrizen, die man fürs Wiederladen seines Kalibers benötigt. Bei Einzelstationenpressen hat man nur eine Aufnahme für auch nur eine Matrize. Praktisch bei dieser Presse sind auch die Buchsen, die einzeln erhältlich sind und in welche man die Matrizen verschraubt. Bei einem Wechsel zu einem anderen Kaliber braucht man dann die Matrizen nicht mehr mühselig in die Presse rein- bzw. rausschrauben und neu einstellen. Hat man sich mal einen Satz damit ausgestattet, dann geht der Kaliberwechsel ziemlich fix. Andere Anbieter haben mittlerweile ähnliche Systeme, die aber untereinander nicht kompatibel sind. Wenn ihr beispielsweise eine Lee-Presse mit dem Lee-Buchsensystem habt, kann man diese dann nicht in eine Presse eines anderen Herstellers einsetzen, solange dort nicht das passende Gegenstück verbaut ist. Es gibt aber die Muttereinsätze einzeln zu kaufen, also das Gegenstück, das in der Presse sitzt. So haben sich viele mir bekannte Wiederlader ihre zum Beispiel älteren RCBS-Einzelpressen auf das Hornady-System umgerüstet. Die Hülsen werden bei der Lockenlot AP wie auch bei anderen progressiven Pressen durch eine Hülsenhalterplatte gehalten. Die Hülsenhalterplatten sind einzeln erhältlich und decken jeweils eine Reihe von Kalibern ab. Die Hülsenhalterplatte sitzt auf dem Drehtisch vom Pressenstempel und wird zentral durch eine Schraube gehalten. Ich dachte erst, der Wechsel wäre dadurch etwas blöd, aber schlussendlich geht das dann doch ziemlich fix. Hier kommen wir auch zu den ersten Problemchen mit der Presse. Das erste Problem, das ich hatte, war, dass der Indexierungsmechanismus nicht korrekt justiert war und ich dadurch ziemliche Probleme beim Setzen der Zündhütchen hatte. Das resultierte dann immer in einer nicht komplett ausgeführten Drehung zur nächsten Raste. Das heißt, die Hülsenhalterplatte stand dann nicht genau da, wo sie hin sollte, sondern es fehlte immer 1 oder 2 mm. Dadurch saßen die Patronenhülsen dann natürlich nicht exakt über dem Zündhütchensetzer bzw. unter den Matrizen. Auch wenn es mit der Ausrichtung zu den Matrizen nicht so problematisch war, weil sich das ja quasi oft selbst positioniert, war das beim Setzen der Zündhütchen nerviger. Oft wurden die dann zum Beispiel schief angesetzt und ließen sich somit nicht in die Hülse pressen. Für die Rastung hat die Presse unten 2 federbelastete Finger, welche wie bei einem Ratschenmechanismus in die Verzahnungen greifen. Wenn der Hebelweg und der Weg, den die Finger beim Betätigen zurücklegen, nicht stimmt, dann stimmt auch der Drehwinkel nicht, um den sich die Platte oben weiterdreht. Die Lösung war hier, die Finger mittels der kleinen Inbusschrauben etwas weiter raus- bzw. reinzuschrauben. Da die beste Stellung auf einer der Seiten die war, wo ich die Inbusschraube ganz leicht herausschrauben musste, damit es stimmt, habe ich die Schrauben mit Schraubensicherung versehen und erst dann das Geraffel eingestellt. Ohne Schraubensicherung wäre die Schraube irgendwann rausgewandert und der ganze Krempel in hohem Bogen irgendwo durch den Raum geschossen. Die Finger sind ja wie gesagt federbelastet. Das zweite Problem, was auftrat, war die Rastung selbst. Der Drehtisch wird zwar durch die Hebelbewegung gedreht, aber die eigentliche Rastung auf einer Position erfolgt durch die Hülsenhalterplatte selbst. Die Hülsenhalterplatten haben hierfür kleine mit Hülse und Feder eingepresste Kügelchen, die wiederum dann in eine entsprechende Bohrung im Drehtisch einrasten. Dieses Rasten nervte manchmal gewaltig, weil die kurze ruckartige Bewegung dazu geführt hat, dass entweder ein aufgesetztes Geschoss runterfiel oder Pulver aus der befüllten Hülse rausgeschleudert wurde. Die Lösung war ziemlich einfach. Im Original ist um die Hülsenhalterplatte eine lange ringförmige Feder. Die Feder hält die Hülsen in der Platte, damit sie nicht rausfallen beim Drehvorgang.
Diese blöde Feder wird auch gerne mal eingeklemmt und deshalb hat Hornady der Presse wohl auch mehrere Ersatzfedern beigelegt. Eines Tages hielt mir meine Frau irgendwelche Haargummis vor die Nase, die sie nicht mehr gebrauchen konnte, weil sie ziepen. Die Gummis sind aus Silikon, deswegen wohl auch das Ziepen, und vom Grabbeltisch der Drogeriekette DM. Sie haben einen Durchmesser von ca. 50 mm und sind 3 mm stark und passen prima als Ersatz für die originale Feder um die Hülsenhalterplatte. Der Vorteil von diesem Gummiring ist jetzt, dass die Drehbewegung damit ganz weich erfolgt und das Springen komplett verschwindet. Der Zündhütchensetzer ist bei der Lockenlot AP in der Presse integriert. Das Ganze funktioniert so, dass zum Beispiel nach dem Ausstoßen und Kalibrieren ja der Tisch eine Station weitergedreht wird. Bei der gesamten Hebelbewegung wird ein Zündhütchen von einem Schieber aus dem Vorratsrohr unter die Hülse geschoben und wenn man den Hebel dann noch weiter nach vorne drückt, sitzt man damit das Zündhütchen. Der Stempel hierfür sitzt unterhalb des Drehtisches und ist verschraubt. Fürs Wechseln auf eine andere Zündhütchengröße schraubt man diesen Setzstempel heraus und ersetzt ihn mit dem jeweils passenden. Anschließend muss man den Schieber noch tauschen und auch das passende Vorratsrohr einsetzen. Aufpassen muss man auf jeden Fall, dass man den Zündhütchen-Setzstempel nicht mit dem falschen Schieber verwendet, sonst kann man was wegbrechen oder es gibt Zündhütchensalat. Der Zündhütchensetzer der Lockenlot AP ist eine ziemlich clevere und praktische Sache, hat aber seine kleinen Tücken. Als die Presse neu war, kam es immer wieder vor, dass winzige graue Metallkrümel in der Mechanik auftauchten. Die kamen von nicht korrekt entgrateten Bohrungen und Kanten von dem ganzen Mechanismus. Hier habe ich dann entsprechend nachgearbeitet. Eine gute Idee ist auf jeden Fall, die Aussparung, in welcher der Schieber gleitet, ab und an mit einem Pressluftspray auszupusten. Kleine Krümel, auch Pulver oder Abrieb, führt dazu, dass der Schieber nicht mehr ganz bis zum Anschlag fährt, wodurch auch hier das Setzen der Zündhütchen blockiert oder erschwert wird. Wenn es mal hakelt, also nicht gleich mit Gewalt, sondern erstmal auspusten und dann geht's schon weiter. Insgesamt ist das Setzen der Zündhütchen aber ziemlich zuverlässig und vor allem erstaunlich gleichmäßig. Wenn man die Lockenlot AP kauft, ist im Minimalsatz auch der Pulverdosierer enthalten. Der kommt mit zwei verschiedenen Messzylindern. Einmal für kleine Pulvermengen von Kurzwaffen und einmal für große Mengen. Der Dosierer für kleine Mengen lässt sich zuverlässig auf 0,1 Grain genau justieren. Das kommt natürlich auch auf die Pulversorte an. Je nach Geometrie der Pulverkörner kann das natürlich variieren. Die meisten Pulversorten sind extrudierte Stäbchenpulver und damit funktioniert das recht zuverlässig. Der große Dosierer wiederum ist meiner Ansicht nach nicht optimal. Weniger als 0,3 Grain genau lässt sich das nicht justieren und es schwankt auch ziemlich stark. Schön wäre es hier, wenn es eine Messtrommel mit einer Messschraube gäbe, wo der Durchmesser genau zwischen den beiden Größen liegt. Da werde ich dann wohl oder übel mal einen eigenen bauen müssen. Wenn das Ding fertig ist, gibt's dazu aber auf jeden Fall noch ein kleines Video. Wenn die Zündhütchen ausgestoßen werden, landen sie unterhalb der Presse in einem Rohr und fallen ins Freie. Es gibt ja so lustige Konstruktionen mit kleinen Eimerchen und so weiter, aber wenn mal so ein Eimerchen voll Zündhütchen runterfällt oder der Bottich, der drunter steht, mit dem Fuß aus Versehen weggekickt wird, da bist du erstmal eine Weile am Aufsammeln. Zum Auffangen habe ich mir hier einfach einen Schlauch genommen und den auf das Rohr geschoben. Am Ende vom Schlauch dann noch ein kleines Schraubglas. Fertig. So, das war's eigentlich auch schon, was ich zu meinen Erfahrungen mit der Presse sagen kann. Habe den Kauf übrigens nie bereut und bisher noch kein Bedürfnis für eine andere Presse. Ich hoffe, das Ganze war hilfreich für den einen oder anderen. Bedanke mich fürs Zuschauen und Abonnieren. Bis dahin.